Jetzt erkenne ich das. Jetzt erkenne ich das. Wir haben ein Foto in Skyrim gemacht. Das ist Skyrim. Wow. Einfach wow. Einfach wow. Das ist, ich habe das Foto trotzdem behalten. Ja, scheiß blöden Blagen. Ich hasse Puppen in Videospielen. Ich hasse Puppen in Videospielen. Immer, grundsätzlich. Das war's also auch nicht. Das war's also auch nicht. Aber was ist es denn dann? Nee, es gibt doch bestimmt mehrere. Also, es gibt doch bestimmt nur ein Kreuz, oder? Es gibt doch bestimmt nicht mehrere Kreuze. Okay, ich weiß gar nicht mehr, wo ich hier lang gelatscht bin. Wo waren die Fliegen nochmal? Irgendwer meinte, ich soll da mal gucken. Ist ja die Demo, wir können uns jetzt Zeit nehmen. Ich hasse euch. Puh. So, Entschuldigung, ich habe die nur angespuckt. Also da ist Demo-Mode, da kommt nichts. Ich laufe hier gerade mit gedrückter Leertaste rum und hier ist irgendwie nichts. Also hier sind Fliegen, aber... Die Fliegen sind der wahre Horror. Da ist nichts. Da ist aber gar nichts. Okay. Ohne Infrarot, aber die Anweisung war doch, what the eye cannot see. Und die Puppen haben angefangen, als wir mit Infrarot angefangen haben. Warte mal, ich gehe mal ganz kurz hier beim Kreuz noch weiter nach oben, aber das war die Strecke, die... ...dahin führt. Vielleicht ist das Kreuz auch nur... ist das Kreuz. Vielleicht ist der Kreuz auch nur ein Wegweiser. Ich guck mal. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Infrarot brauchen. What the eyes cannot see. Ha 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 ha. In weniger als einem Monat ist schon der erste Advent. Ich wollte es nur sagen, ne? Juchai. Okay, warte. Ich gehe hier nochmal ein bisschen rum, aber hier ist, glaube ich, auch gar nichts. Okay. So. I hate you. So. Nein, es sind zwei Monate. So. Es ist kein Monat. Oh Gott, ich habe mich gerade voll erschrocken, aber das waren die Blätter hier. Es ist kein Monat. Ich habe nur einen Kalender gesehen, habe nur gesehen, erster Advent und habe mich erschrocken. Aber hier ist halt auch... Hä? Ich versteh das nicht. Ich verstehe nicht, was die Puppen mir damit sagen wollen. Ich raff das nicht. Da steht halt beim Kreuz. Aber hier ist halt nichts. Hä? Gibt es noch ein weiteres Kreuz? Nee, auf dem Boden? Nee, auf dem Boden ist auch nichts. Ich meine, die Puppen waren ja auch relativ deutlich gesetzt, ne? Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwie... Hier im versteckten Baume oder sowas, keine Ahnung. Blut auf dem Boden? Ja, sieht so aus, ne? Aber ich bin mir nicht sicher, ob das Blut ist. Ich weiß nicht genau. Vielleicht sollte ich doch so ein entferntes Foto mal machen. Das ist, glaube ich, kein Blut, das sind Pilze, oder? Guck mal, das wächst hier so hoch. Den Weg weitergehen. Achso. Ja, Kamera drehen können wir auch. Huch. Das ist nichts. Ich würde gerne ranzoomen können mit der Kamera, aber ich glaube, hier ist nichts.
Ja, vielleicht Long Exposure, aber wäre das nicht zu kompliziert und zu zufällig, um das rauszufinden? Das ist genauso, wie ich normalerweise immer zu kompliziert bei Spielen denke. Hinterm Kreuz ist auch nichts. Wir haben da geguckt, da ist halt dieses Pseudo-Haar, ja, was heute der große Aufreger des Abends ist. Da drüben ist auch nichts. Keine Leiche im Wasser. Nö, nichts. Normales Foto können wir natürlich machen, klar. Ich bin ja offen für Ideen, ne? So ist es nicht. Ausnahmsweise mal. Ich kann auch ohne Stativ machen, das geht auch. So. Pseudo-Haar, wow. Ja, das ist hart, aber du musst mit der Wahrheit leben. Wasser fotografieren vom Kreuz aus nach unten. Wo ist eine... Stehe ich jetzt... Wo bin ich denn? Also ich bin... Hier ist das Wasser. Und da Infrarot. Okay. Okay, also nicht das Kreuz fotografieren, sondern hier und okay, also ich probiere mal, ja? Ich probiere hier einfach mal. Ich probiere mal. Höhe weiß ich nicht. Das wäre wirklich. Ich glaube, das ist wirklich zu random auch mit dem Fluss oder mit dem Wasser. Ich glaube, das ist auch zu random. Das Kreuz von hinten kann man nochmal fotografieren, einfach nur mal, um sicher zu gehen. Aber ich bin halt nicht so sicher, ob das alles zielführend ist. So. Okay, ich brauche Depth of Field wieder, ne? So, soll dann nicht laut Tutorial ein Symbol erscheinen? Das ist gerade der Bonusinhalt, den wir freigeschaltet haben. Deswegen gibt es hier ja wahrscheinlich kein Symbol. Ja, vielleicht ist es auch ein anderes, vielleicht... Random Rules. Vielleicht ist es auch ein anderes Kreuz, kann natürlich auch sein. Also ich würde nochmal gucken und wir... Es gibt noch diesen Baum, der ein Haar ist. Ich weiß, das ist aber nicht der da. Zumindest von dem, was wir gesehen haben. Und das Kreuz führt uns dann hier hin. Theoretisch könnten wir auch hier mal gucken. Hier waren ja auch keine Puppen. Hier ist noch ein riesiges Kreuz. Das war vorher nicht da. Das war vorher nicht da. Das war vorher nicht da. Ob du mich verarschen willst, möchte ich gerne wissen. Das war vorher nicht da. Das war vorher nicht da. Ist wirklich, das ist wirklich frech. Und jetzt ist auch Point of Interest. Bin empört. So. Out of focus, natürlich. Properly exposed, natürlich, aber out of focus, weil ich den Fokus hier natürlich nicht sehe. So, in Fokus, alles gemacht, Subject framed, alles super. Foto. Haben wir doch gesagt. Ja, genau. Ich gehe entwickeln, ne? Jetzt gehe ich entwickeln. Im Zaun sind auch viele Haars. Da ist aber ein zweites Kreuz. Das kann doch wohl nicht, das ist doch nicht da. Da kann man doch nicht, das ist doch, also das ist, puh. Das ist schon, das ist hart. So. Okay. So, ich gehe nochmal mit gebeugten, mit Gram gebeugten Haupte, gehe ich nochmal schnell hier kurz in unsere rote Stube. Rote Stube. So. Klapper, klapper. Tür zu. Und dann mal gucken. Ich glaube, dann haben wir das Rätsel hoffentlich gelöst. Ich bin mir nicht ganz sicher, was wir da jetzt sehen. Es gehört aber überhaupt nicht zur Hauptstory, ne? Das haben wir jetzt nur nebenbei gemacht ein bisschen.
So, und das Lied könnte ich den ganzen Tag hören. Ich glaube, die Platte kaufe ich mir. Heiße Scheibe. So, jetzt, okay. Ja, das mit den Kreuzen war wirklich gemein, ne? Na, geil. Das ist doch eine von diesen Puppen, mit denen man mit den Zeichner so ihre Sachen machen, ne? Also so zum Einstellen und so. Ja gut, das entwickle ich mir. Geil. Das, oh, nice. Erstmal richtig schön ranentwickeln. So, okay, WS, so. Kann ich auch vielleicht ein bisschen größer machen? Nee. Card Position, okay. Und jetzt noch ein bisschen für Küssen. So, und ich würde, glaube ich, dann eher so von unten machen, diesen Ausschnitt hier, ne? Ich glaube, das ist okay. So. Ja, wäre noch nicer, wenn man es nur sieht, wenn man das wirklich dann aus der Suppe holt, ne? Wenn man es hier noch nicht sieht, sondern wirklich erst, wenn man es aus der Suppe holt, wäre sogar noch ein bisschen... Wäre noch ein bisschen cooler gewesen. Okay. Aber Chat, was machen wir jetzt mit dem Haar aus Bäumen? So. Ist voll schön geworden. Your destiny is sealed, Julia. Can't you see? Continuing to avoid me won't help. But you know this already. We'll see each other again very soon, Julia. Be ready. Was? Was? An wen hat mich der Sprecher gerade erinnert? Der hat mich gerade an irgendwen erinnert. Und ja, die Puppe hat, glaube ich, zwei Gesichter, ne? Links, rechts. Ein Körper, zwei Gesichter. Ich glaube, das soll wahrscheinlich uns darstellen, die wir die Identität der Schwester geklaut haben. Das sind wir bestimmt wir selbst. Be ready. Das ist aber nicht cool. Das ist nicht cool, so eine Stimme im Kopf zu haben, die einem droht. Finde ich nicht nice. So. Okay, gut. Das haben wir und wir müssen aber nochmal in den Wald, denn wir müssen eigentlich woanders hin. Und vielleicht finden wir euren Haarbaum. Bitte achtet mal drauf, falls ihr den Haarbaum seht. Aber es muss wirklich ein Haarbaum sein. Es darf nicht wie hier sein. Guck mal hier zum Beispiel, wo Bäume so quer wachsen. Ne? Das darf nicht passieren. Es muss ein schöner Haarbaum sein. Wo geht's hin? Oh, Demo-Mode. Aber... Da ist Demo-Mode. Wir können aber rechts rum. Okay, wir können rechts rum und wir bleiben auf der Hauptstraße. Nun gut. So. Wir bleiben auf der Hauptstraße. Hier rechts fahren wir nicht ab. Hier ist irgendwas runtergefallen, glaube ich. Okay. Aber noch ist ja alles nicht so schlimm. Ich glaube, weil ich hier die ganze Zeit wieder rumwackle, ist irgendwas runtergefallen. So. Ha, 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 ha. Ich bleibe auf der Hauptstraße. Oh, na toll. Ich muss so einen alten... Den muss ich fotografieren. Okay. Alpenjunge, danke schön, Alpenjunge. Vielen Dank, danke schön. Danke schön, danke schön. Das ist ja eine gute Idee. Okay. Ein Elektrikerhelm. Das ist vom elektronischen Arbeiter. Ich wechsle mal ganz kurz eben auf das hier. Wieso muss ich denn so eine Scheiße fotografieren? Ich will was Schönes fotografieren, nicht sowas. Und überhaupt Kriegssymbolik mag ich halt gar nicht. Da bin ich vielleicht ein bisschen eigen. So. Toll. Jetzt ist Autofokus. Jetzt ist Infokus. Ach, jetzt bin ich Autofokus. Okay, warte mal. Jetzt bin ich wieder Autofokus. Okay, jetzt. So. Elektrikerhelm. So doof. Okay, mach mal den Fokus richtig. So. German soldiers.
Daddy ordered patrols to be carried out near the house, but how could they have lost a helmet? God only knows. Okay, der Vater hat hier irgendwelche Patrouillen angeordnet beim Haus und die dürften ihren Helm aber eigentlich nicht verlieren. Das ist nicht in Ordnung. So, Mr. Kurore, dankeschön. Oder Mr. Kuor, dankeschön, Mr. Kuor. Vielen, vielen Dank, dankeschön, dankeschön. Hier waren wir noch nicht, ne? Los, schnappen wir uns diese... doing. It's dangerous, I know, but I want to follow them and see what's happening. Was? Warum solltest du das tun? Ich will jetzt Wolfenstein nachspielen. Verdammt! Follow them? Wir folgen denen? Ich weiß nicht, wo die hin sind. Die sind aber im Wald, aber wo? Hallo? Ich bin's. Ein unbewaffnetes Madel, das alleine durch den Wald läuft. Vier Männern hinterher. In Kriegszeiten bestimmt eine gute Idee. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Wo sind die denn? Kann ich das hier gucken? Nee, ne? Also wir sollen den hinterher, die können ja eigentlich nur hier sein. Hinter der Brücke, die müssen ja irgendwo hier im Waldstück sein, ne? Waren es nicht fünf? Keine Ahnung. Vielleicht sind es ja inzwischen auch nur noch zwei. Ich gehe durch den Wald. Mir ist gar nicht so kalt. Da kommt ein Mann, der ist alt. Mit einer schlanken Gestalt. Geht's hier weiter? Nö. Okay. Aber wo sind die denn? Nein, der große rote Kreis auf der Karte ist ein Pier. Das ist da, wo wir unsere tote Schwester gefunden haben. Da sollen wir eigentlich hin, aber jetzt gibt es hier so ein bisschen Nebenaufgaben. Aber, hä, aber die müssen doch hier drin sein. Die kamen von hier? Ja, da kommen wir gar nicht lang. Ich guck nochmal eben, warte mal. Guck mal, hier haben wir uns versteckt, ne? Zum Nachvollziehen. Wir haben uns hier versteckt. Da liegt nichts. Sekunde. Ups, da gucke ich wieder an meinem jugendlichen Körper runter. Hier haben wir uns versteckt. Okay. Hier haben wir uns versteckt. Hier haben wir die gesehen und da sind die da links in den Wald gelaufen. Aber die sind doch hier links runter, ne? Das haben wir alle gesehen. Infrarot, Infrarot. So, oh, warte mal. It's the Vanishing of German Soldiers. Ja gut, das waren jetzt keine Infrarotsoldaten, glaube ich, also keine Geistersoldaten. Ich glaube, das können wir auch sparen hier. Spanier. So, okay. Ja, hier ist, glaube ich, nichts. Weiter die Straße runter, hätten wir die aber nicht gesehen. Das war hier, wo die reingelaufen sind. Ich gehe gerne die Straße weiter runter. Aber die kann ja hier nicht um die Ecke geguckt haben. Irgendwo mitten in den Wald rein. Martina?
please, no. Lapu, my dear friend. Es ist Lapu. What have they done to you? Es ist Lapu. Partisanen. Ja, damit kenne ich das auch. Partisanen. Kommt, nehme ich mit. Okay. Lapu. Your handkerchief was the symbol of what you believed in. At least that is left of you. Ein rotes Halstuch kommt mir verdächtig bekannt vor. Dear Julia, are you surprised that I've addressed this to you and don't think you're dead? Everyone calls you Martha now, right? I know you too well. I can never understand why no one else can ever tell you apart. Not even your own mother and father. Martha is gone, and I cannot reconcile myself to that fact. Shot the girl, you moron! Shit, shit, shit! What do we do now? Look what's around her neck. She's one of them. It had to be done. She's General Erich Kahr's daughter, you fucking idiot! She was that poor sod's girlfriend! Oh shit! We're really fucked now! Shit, let's go! But she's alive! She's dying! See where you hit her! She's probably already dead! We've got to run now, or we'll be dead too! No, wait! I'm very alive! Two sisters were destined to die. Julia, the first sister, and Martha, the second. On Julia's day of departing, identical twins stood before me, impossible to tell apart. They questioned my presence, since they were still so young. Julia must come with me, I demanded. But they both claimed to be Martha. I explained that Martha's fate was soon to be the same, and their games were useless. I didn't have time for it. The war was keeping me busy. But they didn't concede, and instead kept insisting. Can we follow you together? No, impossible. Are you sure Martha will die too? Nothing is certain in wartime. What if the wrong person went with you? Then you would have cheated death. One would die unjustly, and the other would simply be delaying her fate. They discussed amongst themselves, then hugged before one of them came forward. She stared in a determined, almost threatening manner. I guessed it was Martha sacrificing herself, giving more time to her sister. But I stayed silent, not to reveal their failed deception. No one lies to the face of their own death. So I asked how their choice was reached. We drew lots by throwing a medallion, she said quietly. They had trusted in fate. Oh, how naive they were. They knew fate plays by its own rules, which is true, but it is also my ally. Fate never would have allowed the wrong girl to follow me. In that case, my work was done. She must have been Julia. However, little to my knowledge at the time, that blasted medallion had the same name engraved on both sides. Martha's. So, my first assumption was correct. They were too damn smart and had fooled both fate and me. One thing is for sure. I'll put things back where they belong,
I will correct my ignorance and give fate back its blindfold. Der Tod ist ein gerechter Mann, ob's Ornbist oder reich. Gesturm ist gesturm, sagt der Wurm, als Leich ist jeder gleich. Jetzt will ich wissen, wie es weitergeht. Ach ja, gib mir noch Ayaga-Tee. Dum, dum, dum. Ich will wissen, wie es weitergeht. Das kann doch jetzt nicht aufhören. Das kann doch jetzt nicht aufhören. H. Statt A-I-G steht da H. Schön. Ja, Demo-Mode, ich weiß selber. Oh Mann. Man soll das Game halt kaufen. Ja klar, aber ist ja noch gar nicht raus. Geht ja noch gar nicht. Oh Mann. Yeah.